Der Corona-Lockdown hat tatsächlich das ein oder andere spannende und vom Namen her lustige Bier hervorgebracht. Ganz, ganz vorne mit dabei sind Yankee und Kraut aus Ingolstadt und die haben mit Wirtshaus Memories auch noch True Brew mit im Gepäck. Wie das Bier ist, das erklären wir, wenn er dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer Runde Schafkopf bei Wirtshaus Memories von Yankee and Kraut. Ich glaube, das ist eine Schafkopfkarte, oder? Ich habe lange nicht mehr Schafkopf gespielt, aber ich glaube, das ist eine. Geht's heute wieder in die Corona-Lockdown-Bierwelt, Biere, die uns daran erinnern, dass wir im Augenblick nicht das tun können, was wir am liebsten machen, nämlich ins Wirtshaus gehen und Biere trinken. Wie dieses Video hilft auch Yankee und Kraut uns ein bisschen über die Zeit hinweg. Und wenn ihr Lust habt auf andere Biervideos, dann klickt doch mal ganz schnell da unten auf Abonnieren. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann unterstützt ihr nicht nur den Kanal, sondern kriegt auch immer wieder Infos, wenn es Wirtshaus Memories zu teilen gibt. Wirtshaus Memories, das muss natürlich auch was sein, was ins Wirtshaus passt. Und das ist in dem Fall ein Weizenbock. 7,5 Volumenprozent Alkohol, 17 Grad Plato, Bittereinheiten hat man sich ausgeschwiegen, aber as strong Bavarian Wheat Ale with loads of juicy hops. Also da treffen sich so ein bisschen die klassische Bierwelt mit dem Weizenbock und ja, ich sag mal so die modernere Bierwelt mit den kräftigen Aroma-Hopfen, diesen fruchtigen Noten. Und das hat offensichtlich Yankee and Kraut und True Brew aus München inspiriert, dieses Bier zu machen. Welche Hopfensorten das sind, das sage ich euch beim Einschenken. Ich habe überlegt, welches Glas ich nehmen sollte und bin dann natürlich beim Weißbierglas gelandet. Ist nicht ganz passend, 0,44er Dose, 0,5er Glas, aber ich glaube, darüber kann man ein bisschen hinwegsehen, weil dann muss es ja schon ein bisschen stiltypisch sein. Simcoe Cryo, Amarillo Cryo, Citra Cryo und Mosaic BBC sind hier als Hopfensorten zum Einsatz gekommen. Ihr seht also schon viel im Dry-Hop-Bereich. Und es gibt ja immer wieder auch mal Versuche, so mit Wheat IPAs diese Welten miteinander zu verbinden. Und ich glaube, ein Weizen-Doppelbock ist nicht das schlechteste Experiment. Und wenn man das jetzt hier anschaut, ist das eine geile Farbe. So ein richtig schönes, getrübtes, goldenes, leicht orangenes Bier, obendrauf ein ja, stiltypisch kräftiger Schaum mit einer, ja, nicht ganz so kompakt, aber doch relativ kompakt, hält sich auch schön am Glas. Gleichmäßigste Trübung, das ist ja allerfeinstes Milkshake, würde ich jetzt fast sagen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die Nase sagt. Also da ist erstmal sehr viel tropische Frucht. Ein bisschen Mango ist mit dabei. Und das ist ganz witzig. Ich suche beim Weißbier immer nach der Banane und die ist da, aber die versteckt sich da hinten so ein bisschen. Also ansonsten hat man schön dieses Getreidige, man hat schön die Weißbierhefe. Also es ist sehr fruchtig, sehr ungewöhnlich fruchtig. Nelke, muss ich sagen, Fehlanzeige. Vermisse ich auch nicht, aber diese tropische Frucht, es ist so ein bisschen eher, muss ich fast sagen, wie so ein richtig schönes Double IPA. Und so weit liegen die ja stilistisch jetzt auch nicht auseinander. Wenn man überlegt, so ein New England IPA, was ist denn da drin? Weizen, Gerstenmalz, wenn man vielleicht Glück hat, noch Hafermalz. Lässt man das weg, ist nichts passiert. Dann kommen diese ganzen Aromahopfen dazu. Also man ist da eigentlich nicht so weit, richtig weit weg. Wir probieren es mal. Cheers. Der ist auch noch richtig stabil, der Schaum, oder? Schön geil. Ist jetzt ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das doch sehr voluminös daherkommt, weil es ist Weizenmalz, Pilsnermalz und Hafermalz mit drin. Also wir sind hier schon wieder auf den Spuren von New England oder Hazy IPAs. Und auch schon allein daran merkt ihr wieder, wie fließend hier diese Grenzen sind. Manchmal ist es vielleicht einfach auch nur eine Definitionssache, was man nachher draußen draufschreibt. Und das haben Yankee und Kraut bzw. True Brew jetzt sich mal hier dafür entschieden, einen Weizen-Doppelbock. Sehr fruchtig, wieder mit tropischer Frucht. Auch ein bisschen Banane mit dabei. Jetzt ist auch Zitrusfrucht noch mit am Start. Schöne, leichte Hefe. Nicht zu vollmundig, das ist, naja,
Wir sind jetzt hier tatsächlich so gefühlsmäßig irgendwo ja, zwischen Weizen-Doppelbock und Hazy IPA angekommen. Richtig geil, aber richtig, richtig gut. Schöne Süße, kaum bittere, sollte man vielleicht auch erwähnen. So ein bisschen so leichte Vanillenoten. Oder bilde ich mir die ein? Jeweils ein tolles, smoothes Mundgefühl. Auch sehr viel Saftigkeit. Da können wir jetzt echt lange drüber diskutieren. Aber wo wir nicht drüber diskutieren können, ist geiles Bier. Hat einen schönen, mittleren bis vollen Körper. Lebhafte, sehr feine, fisselige Kohlensäure. Richtig schön fein cremig in der Textur auch. Und hinten raus, es ist sehr weich. Die Hefe nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf im Geschmack. Es ist nicht mehr so tropisch fruchtig. Es ist eher so Zitrusfrucht, die jetzt dominiert. Und Weizen. Geil. Also ich muss sagen, ich habe mir die Dose tatsächlich gekauft, weil ich das Etikett so geil fand. Und ich muss sagen, ich bin echt nicht enttäuscht worden. Es ist ein richtig, richtig gutes Bier. Sehr viel vom klassischen Bierstil, Weizen-Doppelbock mit drin und auch sehr viel von modernen Bieren, wie zum Beispiel im Hazy oder New England IPA auch mit dabei. Und ich glaube, beide Welten werden nicht enttäuscht sein, sondern werden sich da richtig anfreunden. Und dann zusammen Schafkopf spielen. Ja, ist das Schafkopf? Ich hoffe. Sonst gibt es gleich wieder eins auf die Nase bei mir. Aber tolle Idee, tolles Bier, tolles Label. Und was passiert dann? Dann gibt es 5 von 5 möglichen Punkten für Wirtshaus Memories von True Brew und Yankee and Crowd. Und ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr ein Abo dagelassen habt. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.